Wir sind hier heute auf der Sportanlage von der MTV Gifhorn und haben heute den Amateurschiedsrichter Tobias Krull interviewt, der am Wochenende kurzfristig einspringen musste als offizieller Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga. Tatsächlich konnte ich das null verarbeiten bisher, weil, also A, ging das Samstag alles total schnell mit auf dem Platz und, ja. Und dann war das Spiel irgendwann vorbei und danach war irgendwie nur Anfragen von Medien, 150 WhatsApp-Nachrichten von irgendwelchen Freunden, Bekannten, die mich gesehen haben und dann am Samstagabend total viel noch telefoniert, Sportstudio wollte das natürlich gleich irgendwie bringen und wollte noch irgendwelche Statements von mir haben. Und ja, Sonntagmorgen ging es halt weiter, dann waren wir um 8 schon hier in Gifhorn in der Flutmulde im Stadion, haben da einen Film gedreht und ja, so zieht sich das irgendwie jetzt bis heute immer noch durch. Also ich bin so irgendwie 3-4 Mal im Jahr irgendwie im Stadion in Wolfsburg und ja, am Ende hat in der 14. Minute dann der Linienrichter den Ball an den Kopf gekriegt, so ein bisschen unglücklich. Dem geht es jetzt mittlerweile aber auch soweit wieder gut. Und ja, dann habe ich noch aus Spaß zu meiner Begleitung zur Nicole von der Allerzeitung gesagt, ich sage, Nicole, gar kein Problem, wenn irgendwas ist, mach dir keinen Kopf, das geht auf jeden Fall weiter. Ich habe ja einen Schiri-Schein, da kann nicht viel passieren, zur Not springe ich ein. Und in dem Moment wusste ich halt noch nicht, dass 7 Minuten später, wenn tatsächlich über das Stadionmikro ausgerufen wird, dass ein Amateurschiedsrichter gesucht wird, der jetzt hier als vierter Offizieller einspringt. Und ja, in dem Moment hat dann mein Arbeitskollege von Reihe 3, der dann vor mir so ein bisschen halb rechts hat, schon gesagt, Krulli, geh runter, mach das. Und ich habe zu Nicole gesagt, ja, ich habe es ja angekündigt. Und dann hatte ich natürlich auch den Platz, den ich hatte, der war halt Reihe 5 hinter der Trainerbank vom VfL Wolfsburg. Und vor mir war auch nur die Treppe, also es waren keine Sitzreihen mehr, wo ich irgendwie hätte rüber gemusst, also bin ich runtergegangen. Hab dem Hauptschiedsrichter, dem Sören Storks, ein Zeichen gegeben, dann kam der zur Bank, hat dann gesagt, hast du den Schiri-Schein? Ich sag, ja, ich könnte das jetzt machen, sonst gehe ich nämlich wieder hoch. Und dann meinte er, dann los geht's, herzlich willkommen in der Bundesliga. Ab dem Moment, wo ich dann in den Innenraum gegangen bin, durch so ein Tor neben der Wolfsburger Bank, hieß es dann, okay, du hast jetzt 3 Minuten Zeit, dann geht's Spiel weiter. Also Sachen aus, Sachen vom vierten Offiziellen, der sich ja mittlerweile als Linienrichter umgezogen hatte, an, also die der vorher anhatte, weil es gibt keinen Ersatzsatz bei den Schiedsrichtern. Und ja, das schnell angezogen, hat so mittelmäßig gepasst, war eigentlich eine Nummer zu klein. Währenddessen haben die mir das Headset reingepopelt, dass ich halt gehört habe, was die sagen, dass wir kommunizieren konnten. Und dann gab es noch so eine Schiedsrichter-Spielnotizkarte, Stift in der Tasche und los geht's. Ja. Und dann wurde wieder angepfiffen, ne? So, und dann war im Prinzip das Erste, was wir mit den anderen 3 Schiedsrichtern kommuniziert haben, übers Headset, weil wir hatten auch keine Zeit, uns irgendwie vorher auszutauschen oder so. Also ich hab ja 1000 Nachrichten gefühlt gekriegt, die ich noch nicht beantwortet habe bei WhatsApp von Bekannten, Freunden, die selber im Stadion waren und sagen, was machst du da so nach dem Motto. Aber grundsätzlich finden das halt alle geil, ne? Also die freuen sich, ist halt eine Geschichte, die gibt's nicht im Prinzip und die wird halt auch in die Fußballgeschichtsbücher irgendwie eingehen. Und dass die dann quasi nah dran sind und live dabei, findet natürlich irgendwie jeder cool.